Fall in diesem Meisterwerk. Ja. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit einen blöden Song im Kopf. Ihr kennt doch bestimmt diese Golden Toast-Werbung mit dem, boah, ich weiß es, Marc Alexander. Irgendwas mit Alexander auf jeden Fall. Ich habe schon wieder den, Alexander, Marc Alexander, Moment. Okay, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwas mit Alexander auf jeden Fall. Und die ganze Zeit dieser bescheuerte Song im Kopf von diesem Hawaii Toast. Oder nicht nur Hawaii Toast, sondern generell Toast. Ja. Und keine Ahnung, wie er da halt so macht. Also pures Gold irgendwie. Wir werden noch mal aufs Dach rauf müssen. Definitiv. Ne, so haben wir das nicht gemacht. So haben wir nicht gewettet. Die möchte ich gerne wieder haben. Und die hier auch. Selbst die Sonne in Minecraft blendet. Blendet. Slabs habe ich keinen mehr. Aber wir holen jetzt noch Slabs. Ich würde aber der Schönheit halber diese Treppen dafür benutzen. Beziehungsweise. Gerade eine Idee. Das glaube ich immer zu viel daran. Aber wir könnten rein. Noch so machen. Hier sowieso. Weil hier nämlich der Weg rankommt. So, dann nehmen wir jetzt gleich direkt mal Zaun noch mit. Ich würde aber sagen, diesmal nehmen wir den hellen Zaun. Aber wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Wir brauchen nämlich noch Slabs. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir die Slabs mitnehmen müssen. Also Twitch haut raus. Ich habe jetzt meine Bitrate oder mein 1080p habe ich mal umgestellt. Wird vielleicht mindestens im Stream auffallen. Was ich jetzt mit. Wartet. 936p60. Sollte jetzt ein bisschen besser sein. Genau, das Ding sollten wir auch hervorragend nicht ändern. Den noch ein bisschen nach hier schieben. So. Glaube ich. 13 Zaun reichen, aber wir brauchen noch ein Meli. Noch ein Meli.
Bücher. Nein. Suppe und Schüsseln. Nicht das Knochenmehl. Hier mit rein. Zucker und Zucker. Knochenmehl. Nimm ich mal drei mit. Doch, die Slabs habe ich. Jetzt habe ich beinahe gesagt, okay, jetzt habe ich die Slabs doch vergessen. Aber nein, habe ich nicht. Ich drehe nochmal um, weil Lampen wären jetzt nicht schlecht. Wir könnten auch schon zwei Betten mitnehmen. Jetzt die Frage, wo habe ich die Betten reingetan? Wo habe ich die Betten reingetan? Wenn habe ich so unorganisiert irgendwo in den Truhe geschmissen. Wolle. Teppich. Steht da nicht. Warum habe ich die Betten dann nicht in die Nähe von der Wolle getan? Warum habe ich das Unlogischste der Unlogigkeit gemacht? Aber wo könnte ich die Betten hingetan haben? Rüstung, Diamanten, Rohgold, Rohkupfer. Barren, Goldklumpen. Ja, dann machen wir uns doch Betten, weil ich weiß echt nicht, wo die hin sind. Ich kann es euch echt nicht sagen. I don't know. I don't know. Ich hatte noch eine Idee. Gleich. Selber anpflanzen. Und der Zaun wird nicht reichen. Der passt gerade so. Gerade so passt er. Ich hab jetzt
jetzt die Befürchtung, dass es da in dem Haus zu nah dran ist. Du gehst nur außen rum und das ist direkt schon perfekt zum Schlafen. So, hoffentlich spawnt hier drin jetzt nichts. Es würde drankommen, wenn das Haus jetzt nicht eine Stufe drunter wäre. Was ich aber nicht schlimm finde. So, der Baum ist noch nicht gewachsen. Knochenmehl haben wir auch keins mehr. Wir könnten... Wir kommen ja nicht da rein. Vielleicht auch ein Bäumchen hier noch reinsetzen. Jetzt auch mal eine Maßnahme noch. So, Laternchen. Mal hier. So, jetzt wäre die Idee. Dann würde das nämlich eigentlich recht gut passen. Und zwar. Gut, dass wir da kein Holz haben, weil darum habe ich mir jetzt Sorgen gemacht. Würde ich jetzt gerade mal was holen. Was mir da sehr am Herzen liegt. Na, ich will dich doch nicht erschrecken, Katzi. Aber wenn du so wegrennst von mir, dann hast du selber Pech gehabt. Aussieht, wenn man dran vorbeiläuft. So. So. Haben wir immer ein bisschen Schnee. Überlegen, wo das war. Zieht Stein. Lock auch nicht. Laternen auch nicht. Leuchtstaub. Nee, das war's. Amethyst nicht. Was ist mit Stufen davon? Schwarzstein, Nether, Ziegel. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Ziegelsteine so. Dann, oh, das weiß ich nicht, ob ich das brauchen werde. Wollte ich selber mal 6 Stück. So. Und zwar Lagerfeuer. Wie macht man nochmal ein Lagerfeuer? Eine Kohle, 3 Stickies und Schwarzeich, Holz. So, also 3 Stickies noch. Beziehungsweise in dem Fall 6. Weil ich werde, glaube ich, 2 brauchen, genauso wie... Ja. Cool. 2x cool. Reichen. Hoffentlich.
weil ich das Klacken nicht gehört habe, habe ich jetzt gedacht, okay, du bist zwar rausgekommen, aber nicht rein. Aber die Tür hat nicht geschlossen. Aber wurde eines Besseren belehrt. So. Habe ich den Baumsetzling vergessen? Nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. So, wichtig ist, dass wir nicht hier, sondern hier nachher noch eine Laterne hinbauen. Geht nicht. Ich wollte ihm mal einen Apfel geben, aber er wollte nicht. Genau da drauf. So, wir machen jetzt was, was theoretisch gesehen egal ist. Deswegen snacken wir uns auch die wieder zurück und machen erstmal da rein. Das ist eigentlich ganz wichtig, genau, damit die nicht da drin verrecken. Nach oben hin haben wir das Ganze natürlich dann jetzt nicht. Das ist schon mal in Ordnung. Das sieht man von unten, das ist blöd. Schon mal los, ein Lagerfeuer machen. Deswegen sollte man eigentlich meistens eher mehr Lagerfeuer dabei haben. Aber okay. Ja, ja, ja. Du brauchst aber den Bauherrn nicht hier so auszusprechen. Okay, jetzt hier mal viele draußen. Finde ich auch gut. Wir könnten hier auch noch später noch eine Glocke hinbauen. Wir wissen ja, wo noch eine ist.